Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Natürlich. Okay, gehen wir zu ihnen. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Ja, na dann gehen wir mal los. Wenn sie sagt, wir dürfen jetzt einfach so rein. Auf den Feldern wird gekämpft. Oh, na super. Müssen wir nicht irgendwo da entlang? Haben wir nicht dahin geschaut? Jetzt laufen wir irgendwie in die andere Richtung. So, ich denke, wir lassen hier einfach mal hier kämpfen, oder? So ein bisschen. Wir müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen Rheinklang. Wir müssen weiter. Ja, ja. Ich gehe schon weiter. Oh, der eine. Wenn wir sehen. Wenn ich recht habe. Ja. Welchen? Oh, guten Tag.
Kann ja gar nicht großartig angreifen. Wollte einen stillen Schlag machen. Nein, ich hatte mich nicht gesehen. Aber egal. Mehr Maschinen. Hab dich. Jetzt brenne. Jo, ich habe auch was gemacht. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein gewisser Landgott. Oh, wir laufen einfach mal weiter, solange sie weiterläuft. Plündern mal ein bisschen was. Ja, ich schaue ganz schön weit. Weil es ist immer noch lustig, dass wir eigentlich in eine ganz andere Richtung laufen, wie wir vorher geschaut haben, wo wir noch in der Reinklang oben waren. Ah, ja, ich stehe ein bisschen im Feuer. Jetzt brenne ich ein bisschen. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Das ist aber ganz schön weit. Ich dachte, ich bin ein bisschen näher dran. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. So, okay. Der hilft dir so ein bisschen mit. Alter, ist nicht so einer, wie Regala geritten ist? So eine Art Velociraptor. Auch voll nice. Hallo, ich dachte gerade, ich schieße daneben, habe aber hier richtig gut getroffen. Alter, was ist los hier? Jetzt zwei auf einmal. Jo, Headshot und... Alter! Sag mal, hackt's! Eine Munition? Alter, come on! Natürlich! So leicht gehe ich nicht down, Leute. Ein bisschen aufpassen muss ich. Alter. Ich will nur Pfeile herstellen. Mal weg hier. Aber mein Leben ist fast schon wieder weg. Und wir sind noch nicht mal in der Höhle. So, oh, schnell mal weg. Was machst du schon wieder hier? Mensch, wenn hier so viele sind, alle auf mich gehen. Ich bin halt wohl auch die größte Bedrohung. Na, mal weg hier. So. Sehr schön. Alter, weißt du, da kommt so ein kleiner. Whoa! Ich hab ja gar kein Dings mehr. Ja, lass mich doch. Ui. Was ist mit dem los? Schlimmer als die große hier. Welche Munition? Wird von der Munition, aber ich weiß nicht, was er meint. Alter, ein Damage. Ah, hier sind Pfeile. Du bist erledigt. Ja, komm her. Oh Mann, geh doch weg, ein bisschen von mir. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt ist gerade ein bisschen abgelenkt. Ich zumindest mal. Ja, nice. So, können wir noch irgendwas Schönes einsammeln? Das kommt für später zum Vorrat. So, das nehmen wir mit. Oh, sogar einen Trank mitbekommen. Okay, du bist da, du bist da. Schauen
Schauen wir noch ein bisschen. Überall sind Maschinen. Hat schon so viel Damage bekommen. Scheint schon ein bisschen übel. Und wie gesagt, wir sind da noch nicht mehr reingegangen. Natürlich nicht so toll. Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Ja, schon mega geschwächt eigentlich. Der eine Krieger, den so gut geschwächt. Nicht mal irgendwie Hilfekill bekommen. Okay, ein Stein, nicht so wichtig. So, weiter nach oben. Mal schauen, wann es reingeht in die Höhle. Ah, hier sieht so nett aus. Die Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. In die Höhle. So, noch alles schön plündern. Nehmen wir hier alles mit. Okay, und hier ist diese Höhle. So, mal gucken, ob hier noch was Gutes drin ist. Haben wir schon aufbrechen müssen. Wir sollten nicht warten. So, dann gehen wir hier hinein.